Heute im Halbschlaf hatte ich einen merkwürdigen Gedanken. Ich kam zu der Hinrichtung nach Plötzensee und da sagte der Henker, wie soll ich denn den Linken alleine hinrichten ohne den Rechten? Das geht ja nicht. Und als man mich ansah, da warst du an meiner rechten Seite angewachsen, wie die siamesischen Zwillinge. Ich war sehr jung, 18. Ich war sehr jung und hatte so noch nie an einen Mann gedacht. Und dann habe ich mich wirklich so plötzlich in diesen langen Menschen da verliebt. Und dann ist es noch heute der Fall. Es kommt gewiss nicht auf ein langes Leben an. Aber es ist doch sehr schwer zu sterben. Mit großem Glück lese ich deine Briefe immer wieder. Ja, wir bleiben verbunden. Tags und auch nachts, wenn ich aufwache. Bleiben nah und gehören für immer zueinander. Weil wir um 6 gefesselt und um 7 wieder aufgeschlossen werden. Jetzt lebst du noch bei mir. Und so gibt es immer Zeiten in der Nacht. Und eines Tages wirst du eben nur in mir, anders weiterleben.